Herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play World of Tanks Serie. Mein Name ist Kevin. Und wir starten mit dem ARMX 1375 in ein Gefecht, was eigentlich auch ziemlich gut gelaufen ist und ich euch das nicht vorenthalten möchte. Und mir gefällt dieser Panzer sehr gut. Ich bin auf den 1390 gespannt. Mittlerweile habe ich ihn ja schon, auch mit der großen Kanone. Ja, da kommen auch noch ein paar Let's Plays, muss mich aber noch ein bisschen einarbeiten in diesen Panzer, der fährt sich irgendwie ein bisschen anders durch die immens hohe Nachladezeit. Ja, so, wir sind hier auf dem feurigen Bogen und ich werde erstmal hoch auf den Hügel starten. Da gucken wir mal, was wir da so machen können. Also ich habe es äußerst ungern, als Scout zu fahren. Ich bin nicht so der perfekte Scout-Fahrer. Aber ich mag ja kleine, wendige Panzer, die auch zudem noch schnell sind. Ich mag da nicht so diese langsamen Dinger. Das ist, nee, ist nicht so mein Fall. Deswegen habe ich den T28 Prot auch wieder verkauft, weil ich mit dem überhaupt nicht zurechtkam. Und vielleicht kaufe ich mir später nochmal. Mal gucken. So, ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen passiv spielen. Was mir an der Kanone sehr gut gefällt, 15 Sekunden Nachladezeit ist sehr wenig. Das gefällt mir sehr gut. Man kann immer mal wechseln zwischen Gold und Normal. Wie gesagt, der 1390, der hat 41 Sekunden Nachladezeit. Das finde ich schon immens viel. So, wir stellen uns gleich mal hier hinter den ersten Busch. Da kommen wir nicht ran. Zudem reicht unser Durchschlag nicht. Er hat auch, glaube ich, nur 130 Durchschlag oder sowas. Ist nicht so viel. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir die Leute irgendwie die Schüsse in den Hintern setzen können oder in die Seite. Ich komme auch am Jagdpanzer E100 durch. Allerdings muss ich zwischen die Ketten schießen. Also zwischen diese Räder. Dann komme ich auch durch. Ja, zum Snipern ist dieser Panzer wenig geeignet, weil halt, ja. So, ich lade immer schnell mal ein bisschen nach hier. Das ist natürlich jetzt blöd, weil er fährt zurück und ich könnte wirken. So, jetzt. Ja, du weißt nie. Bleib doch mal stehen. Jetzt. Ah, da fährt noch ein anderer vor und ich lade nach. Und das ist bei den AMX 1390 nicht möglich. Einfach mal so schnell nachladen, einen anderen Munitionstyp auch oder so. Das ist oh, 40 Sekunden, ey, das ist wahnsinnig lange. Naja. Obere Wanne ist schwer. Jetzt. Na, da habe ich seinen Maschinengun getroffen. Und nochmal gekettet. Sag mal, hat er jetzt zweimal so repariert? Mit Werkzeugkasten? Ah, sehr gut. Haha, habe ich in den Motor geschossen. Jawohl. Jawohl. Ja. Wenn man so flankieren kann, das macht schon Spaß. Der fährt da nochmal vor, der Idiot, ey. Der kann es nicht lassen. Ja. Ich spare mir dann die Mumpeln. Ich habe ja jetzt nur noch 17. So, ich pushe jetzt hier einfach durch. Jawohl. Jawohl. Jawohl.
So, und irgendwie scheint sein Turm festzuhängen. Sein Turm ist blockiert. Und das ist das Schöne bei dem Panzer. Ich kann eben auch mal schnell nachladen. Das ist bei dem AMX 1390 echt schwer. Ich habe das. Ich war schon so oft. Ich habe jetzt einige Matches schon gespielt und war so schnell aufgeschmissen dadurch. Guckt euch mal die Win-8-Rate jetzt hier gerade an, die live berechnet wird. 4905 schon. Das geht mit dem Panzer unheimlich gut. Ich hab jetzt auf Goldmurmeln umgestellt, weil ich habe hier nur noch einen Schuss. Was soll ich damit? Oh, AMX. So. Oh, sehr schön. So, out of ammo. 6900 Win 8 Rate, ey. Hammer hat. Ja, da sind wir durch. Vielleicht kann ich nochmal den IS-6 eine drücken. Nee, komme ich nicht durch. Habe ich auch nicht erwartet. Aber der ist eh gleich Geschichte. Und da ist er tot. Sehr gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play World of Tanks. Mein Name ist Kevin. Und schauen wir mal, wir starten hier bei Sverogorsk in die Map. Und zwar Top Tier haben wir als Gegner die IS-7, 57 Heavy, GWE 100, AMX 50, 120. Ja, ich entscheide mich links hochzufahren, weil ich da meistens ein bisschen pushen kann. Insofern wir da nicht überrollt werden und man kann von der Flanke aus sowieso hier in die Stadt nochmal, wenn man sich hier oben hinstellt, kann man nochmal in die Stadt reinwirken und halt sowieso hier, man ist nicht ganz so schnell ein Arti-Ziel wie auf der anderen rechten Seite. So, ja, der STI folgt uns, der T30 folgt uns und der 110E3 oder was das da ist. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, da
spricht schon die IS-7 in die Mitte vor, finde ich eigentlich auch nicht ganz so schlau, weil, naja, der RU, der wird jetzt hier schnell sterben. Die IS-7 denke ich auch mal. Also, pff, so ein Quatsch. Naja. Da sage ich doch. Ja, hier bei uns ist die IS-8 und, na, die ist doch nicht alleine. Ja, die campen hinter diesem Felsvorsprung. Und der E-75, na schön. Okay. So. WZ ploppt in der Mitte auf. Ja. Er stirbt auch schon. So, naja, ich pushe jetzt hier einfach mal ein bisschen. Die IS-7 ist auch kurz vorm Verrecken da unten. Ja. Man muss da immer ein bisschen, muss mal gucken, wie es klappt halt. So. Hopp, und da ist er weg. Schon. Nee, der ist das nicht. Schon. Ist das unsere? E75? Ah, GWE 100. Hallo. Ja, der hätte uns auch treffen können. Ah, T30, komm. Hallo. Schade. Man kann ja nicht so viel Glück haben hintereinander weg. Gut, rück mal wieder zurück in die Stadt. So. IS-8, du bist und ein T-49. Ah, der mit seiner riesen HE-Wumme, er ist unnormal. E-3, dir helfe ich. IS-8. Hat er Glück gehabt, der IS-8. So, und da hat er wohl eine ordentliche Schelle von der T-92 kassiert. Moha. So. So, hier drüben ist ein E-75. Der könnte uns flankieren, deswegen will ich den als erstes rausnehmen. Oh, rechts von mir ploppt ein 704 auf. Ja, müssen wir aufpassen, dass er uns nicht in die Seiten schießt. Das wäre äußerst unangenehm für mich. Ey, ich habe hier 99% Tarnung drauf. Ich frage mich, wie die sehen mich sowieso generell. Und der E-75 glotzt auch zu mir, ey. So, naja, nützt dir nichts. Schießt du mir die Ketten weg. Dass du jetzt stirbst, ist ja klar. So, haben wir schon fünf Kills haben wir schon. Mal gucken, was wir noch machen können. So, jetzt knöpfe ich mir erstmal das Objekt vor. Ah, da ist es auch schon. So.
So, da ist das 57 Heavy. Komm mal her, mein Freund. Wenn du schon mal da bist, nehme ich dich natürlich auch gleich mit. Ist doch kein Problem. Nicht, dass du dich hier vernachlässigt fühlst. So. Jawohl, gekettet. Und tschüss. So, da haben wir unseren 7. Kill. Ja, fehlt nur noch die Arti. Aber die ist ja eben Richtung Berge geflüchtet. Ja. Wenn man nicht weiß, wo sie steht, ist das auch schlecht, ne? Da ist das sonst auch schlecht. Tja, steht sie hier drin oder fährt sie zu unserer Basis? Ist die Frage. Ja, sie fährt zu unserer Basis. Ich könnte natürlich jetzt hier auch zurückfahren. Wäre die sinnvollere Möglichkeit gewesen, um zu wirken. Ich entschließ mich aber hier da durchzufahren. Ich Idi. Naja. Müsste gleich platzen, ist er auch. Und wir gucken uns mal die Auswertung an. Ja, das war ein super Spiel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir haben gewonnen natürlich. Überlegenheitsabzeichen Klasse 1. Den Sensenmann. Erste Erfolgsmarkierung. Erste Markierung, zweite, dritte. Wieso sind oben in dem Bild 3 Markierungen, wenn ich aber eine habe? Naja, gut. Egal. Speer. 1000. Naja, war jetzt auch nicht so. Dualent. Und Wirkungsfeuer. Dann haben wir hier noch den Krieger durch die 6 Kills plus 1. Ne? Ich habe ja 7. Großkaliber. Was haben wir hier rausgeknüppelt? Vom E75 einen Turm zerstört und somit den Ladeschützen erwischt. Das Geschütz zerstört. Was war hier? Winkelspiegel. Ja, 7 Kills, ey. Das muss man erstmal schaffen mit dem Panzer. Ja, 35.000 Credits blieben übrig, 1.500 Grund, Belohnung für Auftragsabschluss und 2.250 sind es dann letzten Endes. Hier stehe ich kurz vor Vollendung des ersten Skills. Ja, der erste Perk ist dann auch fertig. Da freue ich mich eigentlich auch schon drauf. So, und den 13.90 habe ich auch. Da dauert es aber noch ein bisschen, bis ich meine Top Gun habe. Den Motor könnte ich mir jetzt holen, aber ich möchte natürlich die Top Gun haben und dann muss ich nochmal 3 Gefechte machen. Irgendwie fand ich den Vorgänger ein bisschen besser. Aber ich hoffe, dass mit der Top Gun erledigt sich dann und ich habe den 1375 dann auch wieder verkauft. Ja, ich habe dann einfach die Mannschaft hier reingesetzt und ja, sehr geil.